Darum wollte Darkseid meinen Frischling? Dein Frischling hat den letzten Teil der Anti-Lebensformel. Falls Darkseid die Formel bekommt, dann gehen im ganzen Universum die Lichter aus. Nicht schlecht, Luther. Ich hätte es nicht besser hinbekommen. Irgendjemand musste ja das Ruder übernehmen, während du weg warst. Ich war kurz davor, die Welt von allen Verbrechern zu befreien. Ja, was das angeht... Aber wer von euch kann sagen, er hätte an meiner Stelle nicht genauso gehandelt? Nicht ihr, die! Ja, stimmt wohl. Ja? Da ist etwas dran. Wenn Darkseid wieder auf Apokolips ist, kann ich uns mit dem Schallröhrengenerator von LexCorp dorthin bringen. Das umgeht die meisten Sicherheitssysteme. Kriegst du das wirklich hin? Ich bin Lex Luthor. Ich kriege alles hin. Wir müssen den Frischling schnell befreien. Apokolips zurückzuschicken ist sinnlos, wenn Darkseid seine Anti-Lebensformel vollendet. Stimmt. Ich hoffe nur, dass wir rechtzeitig kommen. Lois Lane hier, ich berichte live von den Straßen von Metropolis. Und während die Schurken der Erde unseren Helden hier zur Seite stehen, können wir nur hoffen, dass ihr charakteristisches Chaos der Justice League nicht auf der Jagd nach Darkseid im Wege steht. Wenn Darkseid diese Formel erfolgreich extrahieren kann, ist das Ende für unsere Erde und vermutlich das ganze Universum. Die Welt hält den Atem an und wartet. Und raus, Lois. Hey, wenn das wirklich das Ende der Welt ist, meinst du, Perry würde für die letzte Woche auf der Erde mein Gehalt erhöhen? Versuch's doch, Jimmy. Du hast nichts zu verlieren. Okay, was jetzt? Damit kann ich die Energie umkehren und Apokolips zurückschicken. Aber erst, wenn wir den Frischling haben. Lex, so kenne ich dich gar nicht. Wir müssen es schaffen, bevor Darkseid sein Ziel erreicht. Wir teilen uns auf. Es ist sinnlos, wenn alle am selben Ort suchen. Wer den Frischling findet, kriegt einen Keks. Tut mir leid, alte Gewohnheit. Sieht aus, als wären wir richtig. Hey, wir kriegen einen Keks! Frischling! Bald haben wir das letzte Element der Formel extrahiert, mein Herr. Ausgezeichnet. Unglaubliche Macht wird mein sein. Die Erdlinge greifen an. Sei es doch. Mich hält nichts auf. Ach ja? Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Desan, wer ist dieses Insekt? Ich bin Lex Luthor, der größte Verbrechergenie dieser und jeder anderen Erde. Und du hast ein Das Universum wird mir gehören. Wir kommen gerade rechtzeitig. Unser Frischling ist in der Kammer los. Wir müssen sie deaktivieren, aber das wird nicht leicht. Oh, wie recht du hast. Das wird nicht leicht. Im Gegenteil. Ich will euch eine meiner neuesten Erfindungen vorstellen.
kann das sein? Meine Güte! Hier ist wohl der Sack ausgegangen, alter Freund. Jetzt sind wir dran! Nein! Das ist unmöglich! Der Kerl regt sich aber auf, weil wir sein Spielzeug kaputt gemacht haben. Wir sollten was Nützliches daraus bauen. Vorhin, ihr unwürdigen Kreaturen! Niemand stellt sich dem rechtmäßigen Herrscher des Universums in den Weg! Und auf ein neues! Tolle Neuigkeiten! Ihr Narren dürft als Erste den Prototyp meiner neuen, noch mächtigeren Waffe kennenlernen! Oh, wie schön! Vielleicht ist sie noch stärker, aber ganz sicher nicht unzerstörbar! Suchen wir nach einer weiteren Schwachstelle! Bevor er wieder angreift. Thank you.
Wow, er ist schneller als er aussieht. Mal sehen, ob wir den Neuling von hier aus befreien können. Enttäuscht mich, Desan. Ich kümmere mich später um dich. Jetzt muss ich Ungewöhnliches fangen. Na los, Darkseid! Es kann nur ein wahres Verbrechergenie geben. So ist es, Mr. Luther. So ist es. Ihr werdet Zeugen meines ruhmreichen Aufstiegs sein. Eure Zeit ist bald um. Dann beginnt meine Herrschaft. Genug gespielt. Dies ist das Ende. Habe ich bloß das Gefühl, dass direkte Angriffe bei diesem Kerl nichts bewirkt? Du hast recht. Wir müssen etwas bauen, um sein Apparat zu vernichten. Was? Was hat das zu bedeuten? Jetzt, solange er sich noch erholt! Ich hätte das nicht kommen sehen. So etwas kann wahr sein. Ich bin offen für Vorschläge, Mr. Lantern. Vielleicht kann ich ein Konstrukt bauen, das ihn zu Fall bringt. Aber dazu muss ich meine Ringenergie fokussieren. Ich sagte Vorschläge, nicht bla bla. Was auch immer du meinst, mach es einfach. Das Universum wird... Ich bin unbesiegbar. Das hat... Ja, der letzte Teil wurde extrahiert. Ja, natürlich, so einfach. Jetzt verstehe ich alles. Er hat sie. Das gesamte Universum wird untergehen. Ich hatte sowieso nichts anderes vor. Winter, glotz nicht so und schnapp dir den Frischling. Tja, viel Glück. Weg ist er. Warum trauen wir diesem Kerl? Oh. Superkräfte und Helden sind nicht zuwider. Aber sie sind nicht. Unterschätzt niemals Lex Luthor. Unbedeutende Mann. Holly, mach sie fertig. Ja, ihr habt ihn gehört. Zeigen wir diesen kosmischen Filzbrocken, wie böse wir sind. Jetzt seid ihr erledigt. Die Anti-Lebensformel gehört endlich mir. Mir! Steinklumpen, du hast noch gar nichts gewonnen. An uns kommst du nicht vorbei. Ja, ja. Kommt, meine Vaterdämonen. Die sollen Meister Darkseid. Vernichtet die Narren. Das Universum gehört mir. Ihr seid Geschichte. Wir können nicht mehr lange hierbleiben. Seine Angriffe werden uns früher oder später treffen. Oder seine Angriffe werden ihn selbst treffen. Bring ihn irgendwie dazu, auf den Kram hier zu ziehen. Vielleicht trifft er etwas, das wir gebrauchen können. Thank you.
hier eine kleine Kostprobe meiner Stärke. Wo bin ich? Oh je. Lex hat nicht übertrieben, als er meinte, die Lage wäre ernst. Ich muss Strahd erhalten. Desart, du Narr! Was tust du? Warum habe ich das getan? Wieso denke ich, das ist eine schlechte Idee? Was ist das für ein unerklärlicher Angriff? Meine Macht wächst immer weiter. Los, Bewegung! Vielleicht sind seine eigenen Angriffe sein Untergang. Wenn wir einen Vorteil haben, dann Schnelligkeit. Ihr seid die ersten von vielen, die ihr unterlegt. Zeit, sich dieser sogenannten Bedrohung zu stellen. Ah, der legendäre Ted Agger. Willst du mich herausfordern? Nein, ich will dich besiegen. Ja, das bezweifle ich. Erwischt. Darkseid ist wirklich stark, aber unsere vereinten Kräfte könnten ausreichen, um ihn aufzuhalten. Okay, legen wir los. Schon schief gehen. Du mieses Kleines! Das wirst du bereuen! Langsam wird es ganz schön. Nein! Ihr nehmt hier nicht meine Macht. Das lasse ich niemals zu. Das hat anscheinend geklappt. Und jetzt? Jetzt müssen wir die Zeit gut nutzen. Suchen wir nach einem Vorteil.
geklappt. Vielleicht haben wir wirklich eine Chance. Bleiben wir wachsam. Hier muss es noch etwas Brauchbares für uns geben. Weniger abstürzt. Luther, bring uns an die Oberfläche. Wie? Ich habe die komplette Gleichung. Ich kenne die Geheimnisse des Universums. Nicht ganz. Ich glaube, unser Freund ist nicht aus diesem Universum. Was? Der Frischling tauchte vor dem Crime Syndicate auf. Darum denke ich, unser supermächtiger Fremder stammt von Erde 3. Als er die Motherbox-Kraft absorbierte, veränderte sie sich durch die Erde-3-Struktur. Sie werden also gut? Woher weißt du das? Der größte Detektiv der Welt. Meine Paradämonen. Welch grässliches Verderben. Nein. Muss. Den Drang zu lächeln, zu trotzen. Was sag ich denn da? Ist doch echt hübsch. Hey, da ich auch. Kann ich noch der Anführer sein? Es gibt auch Kuchen. Ich liebe Kuchen. Ich will ein Kätzchen. Tja, das hätte ich nicht erwartet. Auch wenn es nicht so bleibt. Es ist ein Versuch. Bleib doch auf eine Tasse Tee. Gehen wir. Luther, bist du da? Darkseid ist neutralisiert. Bring uns zurück und schick dann den Planeten weit weg in die Galaxis. Das könnte ich tun. Luther? Es ist so, Superman. Jetzt habe ich euch alle an einem Ort. Wieder einmal habe ich die Chance, euch alle zusammen loszuwerden. Nur mit Hilfe eines einzigen Schalters. Oh nein, nicht schon wieder. Luther, nicht!